Mein Name ist Georg Koschelny. Ich arbeite hier an der Hochschule Fulda im Fachbereich Ökotrophologie. Im Augenblick ist ein ganz akutes Thema die Problematik der Versorgung von Kindern in Schulen. Die Schulmensen stehen zum Teil leer. Wir haben ein Akzeptanzproblem. Es fehlen vernünftige Rezepturen und Gerichte für die Schulverpflegung. Und genau dieses werden wir und sind wir dabei zu entwickeln. Wir haben uns Johann Lafer geholt, um mit ihm und unseren Studierenden hier an Produktentwicklung und Rezepturentwicklung ranzugehen und haben hier in dieser Küche gearbeitet, Rezepte realisiert und umgesetzt. Und alle diese Dinge werden jetzt gerade in einer Schule getestet. Und deswegen werden wir jetzt hier im Rahmen des wissenschaftlichen Zentrums ein Konzept entwickeln und anschließend dann auf der Bundesebene den Catering-Einrichtungen zur Verfügung stellen.